die Juden als Bluttrinker dargestellt werden und kleine Kindermörder. Das ist so krass, das hat der Amir, glaube ich, schon mal gezeigt. Ja, es gab ja auch eine Zeitschrift im Dritten Reich, die hieß Der Stürmer. Der Mann, der das rausgegeben hat, hieß der Julius Streicher. Und da in diesen Zeitschriften werden die Juden auch als menschenfressende Bestien und so karikatisiert. Ja. Die so den blonden Mädchen so hinterherjagen und sowas, ne? Der Stürmer hieß diese Zeitschrift. Ganz, ganz heftige Zeichnungen sind da drauf. Wie so Juden als Dracula und so dargestellt werden, ist da dran, ne? Die blutsaugende Vampire und so, ja. Aber wie gesagt, ne, Deutschland kam auch dran, weil sie eben so einen Mann an die Macht verholfen haben. Und dann brach der Zweite Weltkrieg aus und der Herr hat seine schützende Hand weggenommen und Deutschland wurde dem Erdboden gleichgemacht. Und die Alliierten haben Deutschland in Schutt und Asche gelegt. Mit Millionen Tote. Das ist historischer Fakt. Und wenn wir wissen, dass Gott das alles erlaubt, ja, dann wissen wir auch, warum der Gott das erlaubt hat, dass die Juden eben im Dritten Reich verfolgt wurden. Das war auch, ne, Gottes Wille, dass sie Oder zur auf jeden Fall, Umkehr bewegt werden, durch so eine harte Erfahrung gehen, ja, in den KZ, dass sie zum Herrn schreien und dass sie errettet werden. Deswegen erlaubt der Herr Leid, damit der Mensch sich bekehrt. Weil der Herr weiß, wenn es den Menschen gut geht, dann macht er so weiter wie bisher. Er setzt noch eine drauf, der geht noch irgendwie Party machen noch dazu. Nicht nur, dass er sich nicht bekehrt, nein, er multipliziert die Sünde noch bis in alle Richtungen. Deswegen lässt der Herr das Leid über die Menschen kommen. Und die, die der Herr durch den Tod hat gehen lassen, die hätten sich sowieso nie bekehrt. Deswegen dürfen die schon vorzeitig in das Gericht gehen. Und die anderen braucht der Herr, die er am Leben lässt, für seine Pläne. Die wir nicht ergründen können, warum. Weil da ein bestimmtes Kind noch geboren werden muss, weil da noch eine Mafiosi noch einen anderen Menschen killen muss und so weiter. Der Herr hat tausende, Milliarden verschiedene Möglichkeiten in seinem Plan. Das ist hart, aber es ist Realität. Es ist die Wahrheit. Es ist die harte Realität. Ja, genau. Zum Beispiel ohne den Zweiten Weltkrieg, genau, hätte es auch nicht Israel gegeben. Ne? Da haben die Juden eben ihr Land genommen. Was ist das denn? Ist das Hundedreckerli oder was ist das? Ist das Protein? Hä? Proteinfähig. Das ist mein Reis. Guck dir das mal an. Der isst den ganzen Tag. Ja, ich kann nicht. Danach esse ich das hier. Ich zeige dir, was ich noch esse. Das hier werde ich noch essen. Oh. Und das hier, zwei Pakete. Oh. Heute Abend. Oh Mann. Oh Mann. Banane, warte. Wenn du zu viel Bananen isst, dann wirst du Banane, ne? Muss aufpassen. Ananas, Banane, Nachtisch, Nachtisch, Eva. Protein-Pudding, Protein-Nachtisch. Das ist sehr erschreckend, was ich da sehe. Und das passt alles in deinen Bauch rein, oder? Oder hast du noch einen zweiten Ersatzbauch, wo du den auch füllst? Ja, das war alles. Ich glaube, wenn ich in der Drangzeit wäre oder so, ich glaube, ich würde alles wegessen. Ich glaube, ich würde mich dann in diese Zelte reinschleichen und dann einfach alles aufessen, bis ich so dick bin, bis ich 300, 400 Kilo wiege, bis die mich verbannen. Die müssen mich aus diesem Lager verbannen. Die müssen mich da rausschmeißen, Reza. Verbannen. Oh. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja. Ach so, ja, da hat er recht, stimmt. Deswegen hast du Bandwürmer, die Nein, ich will nicht alles fressen. Ja, das stimmt. so. Wenn du viel isst und nicht zunimmst und so weiter, dann sind auch Bandwürmer im Spiel. Nein, der Bruder Dennis geht nicht ins Gym. Man sieht das ja an seinem Körperbau, dass er nicht in den Gym geht. Aber er ist auch ein Sünder. Ja, Amen. Ja.
Sauerei ist auch Sünde. Weißt du, was ich im Gym trinke, Bruder Risa? Wenn Ja. andere so Proteinshakes und so, ich manchmal habe ich so 2 Liter Cola dabei. Ja, was ist mit mir? Dann du Honduraser. Also nee, ich gehe leider nicht mehr in Gym. Ich würde gerne, aber die Zeit und die Müdigkeit etc., das lässt es, erlaubt es mir leider nicht mehr. Ich würde aber sehr gerne wieder Sport machen. Du hast ja auch mal ein Foto gehabt, da richtig so voll muskulös warst, ne? Ja, ich habe für den Sport gelebt auch damals, ne? Richtig. Ja. Ich habe auf alles geachtet, penibelst. Aber das ist ja auch wieder ein Kult, diese Selbstbeweihräucherung. Das ist ja auch wieder dieses, ne? Sich selbst als Götze zu machen. Das ist auch nicht schön. Das ist der Adonis-Kult. Der Herr mich jetzt sehr schön gemacht hat, ne? Sehr hübsch und so, ne? Perfekt fast, ne? Ich bin auch perfekt gemacht vom Herrn Jesus als Mann. Trotzdem darf ich das jetzt nicht so voll feiern, großartig. Ne? Ich muss nur dem Herrn Jesus danken, dass er mich so perfekt erschaffen hat. So. Kennt ihr euch persönlich oder nur über TikTok? Ne, wir kennen uns auch persönlich. Also ich kenne mich auch persönlich, nicht nur über TikTok. Nein. Corny Toni, leider nicht. Du kommst, wenn überhaupt, an zweite Stelle, was Schönheit und Perfektion betrifft. Du hast ja Christian Prinz gesehen, sieht der gut aus. Ja, ich bin ja, ich stehe ja nicht auf Männer, also ja, weiß ich nicht. Ne? Es muss jeder für sich selber beurteilen, wie ein Mann aussieht oder so. Ich kann ja nur für mich sprechen, ne? Ich kann ja nur für mich sprechen, dass ich ein sehr, sehr sehr schöner Mann bin. Ja, aber für andere kann ich nicht sprechen. Bruder Reza, da fragt jemand, du hast Christian Prinz getroffen. Ja, ich habe gerade geantwortet. Ah, okay. Wie findest du Dennis? Ja, ist okay. Geht gerade noch, ja. Geht. Glaubt ihr an Reptiloiden? Ich habe Reptilien schon mal gesehen. Also so Geckos und so weiter. Ich muss nicht daran glauben. Ich habe die schon mal gesehen. Da war so ein Gecko in meinem Zimmer gekommen in Spanien, wo ich da gearbeitet habe. Der war so richtig süß. Der kam immer aufs Zimmer. Ich glaube, der wollte was essen oder so haben von mir. Kennt ihr diese Wandgeckos, diese ganz kleinen, die in Spanien über die Wände laufen? Der kam jeden Tag so zu mir, auf den Boden gelaufen zu mir und hat mich so angeguckt. Und ich habe den auch gestreichelt, so über seinen Kopf. Da hatte seine Augen so geschlossen. Da habe ich den gestreichelt. Der sah richtig hübsch aus. Richtig, richtig süß. Aber jetzt im Nachhinein weiß ich ja, dass er keine Streicheleinheiten wollte, sondern er wollte was zu essen. Und da hat sich wahrscheinlich gedacht, boah, dieser Dummkopf, ey, was habe ich denn vom Streicheln? Gib mir mal was zu essen. Aber der war fantastisch. Sehr, sehr süß, sehr hübsch. Ich wäre vor Angst. Nein, diese ganz, ganz kleinen Geckos, die über die Wand laufen, die fressen ja nur Insekten, ganz, ganz minimale Insekten. Die machen ja nichts. Gibt es, Reza, da schreibt jemand, gibt es Nephilim? Nein, nein. Die Nephilim sind durch die Sintflut hier ausgerottet worden. Aber die DNA hat doch weitergelebt, weil in Mose, in Daniel sehen wir doch zum Beispiel Goliath. Nein. Das ist noch das ist im ersten Buch Samuel. Der David, der gegen Goliath kämpft. Ja, er war ein Riese, aber er war kein Nephilim. Ja.
Riesewand, was hältst du von Tattoos? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich würde es nicht tun. Ich habe gesehen, wie eine gefressen wurde von einer Katze. Was wurde gefressen? Hä? Ja, so ein kleiner Gecko. Ach so. Ja. Was sagst du eigentlich zu diesen Videos da, wo die so angeblich Meerjungfrauen sehen? Nein, das ist alles Quatsch. Das sind Dämonen, die sich eben so an sowas ausgeben, wenn überhaupt sowas gesehen wurde. Oder derjenige hat eben Drogen zu sich genommen, auf Aber hoher man See. kann Man das weiß auch ja, mal, aber auch dass das Dämonen einem können sich schlecht so geht. ausgeben. Aber Dämonen können sich so Dämonen ausgeben. können sich dann so verstellen, ja. Sie können sich so verwandeln. Nein, Dämonen sind keine Mythologie, Konitoni. Dämonen sind gefallene Engel, die sich gegen Gott gestellt haben und Gott hat sie fallen lassen. Wir sind hier auf der Erde und haben sogar das Sagen. Satan und seine Dämonen herrschen im Hintergrund über die Mächtigen dieser Erde. Nein, der Antichrist ist ein normaler Mensch, der aber natürlich vom Satan geleitet wird und Satan, der Drache, gibt ihm ja seine ganze Macht. Ja, der Antichrist, der falsche Messias aus Sacharja Kapitel 11, der falsche Hirte, Vers 17, der kommt, um Israel zu verführen. Ja. Und leider werden die Israeliten auch dem auf den Leim gehen. Ne? Die Masse des Volkes Israel wird verführt werden. Reza, ich habe nur eine Frage, und zwar, du kennst doch Klaus Schwab, ne? Dieser eine von WEF. Ja. Der hängt doch immer mit diesen einen Israeliten ab oder diesen Juden. Und mir wurde mal erzählt, dass der angeblich der Antichrist sein soll, aber das glaube ich nicht. Nee, der wird erst geoffenbart werden, wenn das, was ihn noch aufhält, nach 2. Thessalonicher 2, erst beiseite geschafft wird. Das heißt, die Gemeinde Jesu Christi durch Erdrückung und der Heilige Geist, der ihn aufhält, das muss erstmal beiseite geschaffen werden, damit er freie Bahn hat. Und dann wird er offenbar. Das ist, bis jetzt wissen wir nicht, wer das ist. Weil, wie gesagt, der Heilige Geist und die Gemeinde noch auf der Erde sind. Die Entrückung hat noch nicht stattgefunden. Also kann er nicht offenbar gemacht werden. Johannes 5, Vers 43 sagt der Herr Jesus eben über den Antichristen. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr habt mich nicht angenommen. Wenn aber jener kommt in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen. Ja, das ist der falsche Messias. Der Antimessias. Antichristos. Der Antichrist. 1. Johannes 2, ja, Vers 18 war das, glaube ich, Kindlein. Ihr wisst, dass der Antichrist kommt. Und so nun sind auch viele Antichristen gekommen. Woran wir erkennen, dass wir in der letzten Stunde sind. Nicht nur immer am Müssen Reisen. kurz Strom machen, ich komme gleich wieder. Übernehmen wir, Bruder Dennis. Ja, ich habe vorhin Fisch gegessen. Nein, nein, nein. Das sind so kleine Portionen. Ich habe vorhin Fisch gegessen. Das sind so Nebenportionen. So, ich esse heute Abend noch mal was Großes. Da esse ich Fisch, Salat und noch mal Reis. Weil ich kann ja nicht auf einmal drei, vier, fünf so große Portionen essen, da platzt mein Bauch. Das ist einfach nur nebenbei jetzt was zu essen. Ich esse ja auch die ganze Nacht noch durch. Bis halb zwei müsst ihr euch vorstellen. Kirschen esse ich später noch, Bananen esse ich später noch, Ananas, vielleicht Granatapfel, Proteinjoghurt, ein Eiweißriegel, ja, Salzstangen, das wird alles noch gegessen. Nein, ich bin nicht Masse Fasel.
Ich esse jeden Tag so. Massephase wäre. Ja, ich glaube, dann würde ich so 3, 4 Eiweißriegel essen, 4, 5 Liter trinken, ein Eiweißshake in der Nacht und 3 richtig große Mahlzeiten und ein richtig großes Frühstück. Das ist Massephase. So viel essen, bis man komplett Bauchschmerzen hat. Danny, ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, du hast ja letztens gesagt, du warst erst bei Werdet Licht. Wie bist du da überhaupt hingekommen? Wie bist du da reingeraten? Also das war so. Hör zu einfach mal. Ich habe mich bekehrt. Ich hatte wieder eine Bibel. Noch kannte ich einen Bibelvers. Ich habe mich durch eine Predigt und durch das Johannesevangelium bekehrt, weißt Mhm. du? Ich habe eine englische Predigt gehört auf Deutsch. Deutsch Untertitel. Und dann habe ich auf einmal den Johannesfilm gesehen. Und wo ich den gesehen habe, ich bin innerlich zusammengebrochen, also wo ich die Kreuzigung gesehen habe. Weil ich mir dachte, wenn das alles wahr ist, dass alles stimmt, dieser Mann ist unschuldig und der hat ja gar nichts getan. Also der erste Moment, weißt du, ich dachte, das kann doch nicht sein, was, der hat doch gar nichts gemacht und ich kannte den Herrn Jesus nicht. Ich kannte überhaupt gar nichts. Ich habe mich auch nie mit dem Wort beschäftigt. Und dann, wie er dann auferstanden ist, so dieses Frieden. Ich habe selber dann auch Predigten dann nochmal, also dadurch gehört. Und diese Predigten haben mich so getroffen, also so mitgenommen, dass ich dann wirklich gesagt habe, ja, ich will ihn annehmen. Ich will dich annehmen. Bin ich zum Glauben gekommen, wollte eine Gemeinde suchen. Ich kannte niemanden. Dann hat mir jemand Werdet Licht empfohlen. Ich bin dann dahin gegangen, habe mich mit denen getroffen, hatte keine Bibel. Und dann habe ich mir das so alles angehört. Und dann fand ich auch alles so komisch. Diese Atmosphäre, direkt, ich bin da direkt mit Liebe hingegangen. Ich habe so wirklich jeden umarmt. Ich war voller Liebe und ich habe gemerkt, die sind so kalt. Die sind sehr, sehr kalt. Die sind so unter sich. Ich will auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich habe gemerkt, Pharisäer-Style, sehr, sehr arrogant, ne, und abfällig. Und dann habe ich gemerkt, die gehen ja mit so, mit mir oder Außenstehenden sehr, sehr dreckig um. Und das bestätige ich nicht nur ich, sondern auch andere. Aber hast du das direkt am ersten Tag gemerkt oder wie kam das dazu? Am ersten Tag, aber mir war es egal. Guck mal, ich habe zu denen gesagt, wir sehen uns nächste Woche, meine Brüder. Und dann so, wie kann da denn dein Bruder sein? Der ist doch gar nicht deine Nationalität. Und das hat mich richtig getroffen. Das hat mich richtig getroffen. Das war richtig, das war so, was ich, egal, für mich war es egal, aber innerlich hat mich das so getroffen, so, was soll das? Aber ich dachte mir, egal, ich gehe einfach wieder hin. Und dann habe ich gemerkt, die kennen sich so unter sich, so, die sitzen alle so in einer Reihe. Ich saß dann da so hinten in der Ecke, habe mal zugehört, hab mich voll gefreut, so, ne, hab Gemeinschaft gehabt. Aber ich habe gemerkt, irgendwie sehr hochmütig, so, ne, sehr, sehr hochmütig. Und wie kam es dann dazu, dass du mit denen Was in den warst du? Wald Das warst gegangen du? bist Warte, und dich das taufen war so. lassen hast? Warte, erstmal, ja, ich habe die ganze Zeit gebettet, taufte mich, ja, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Und ich kannte niemand anders. Ich kannte keine Christen, ich kannte nur die. Und ja, dann haben die mich in so einen Süffelwald getauft. Und dann habe ich mal den Prediger, der das so geleitet und geführt hat, ich bin einfach zu ihm hingegangen und habe ihn gefragt, so, ich habe ihn zum Essen eingeladen. Ich meinte, liebst du mich eigentlich? Er hat mir keine Antwort gegeben. Und der andere, der daneben war, hat ihn auch angeguckt, so. Und ich meinte, liebst du mich eigentlich? Und er hat so mit dem Kopf geschüttelt, so. Und ich dachte, er macht Spaß. Hat er gesagt, du, hör mal zu. Weißt du, ich liebe dich als mein Feind. Und er sagt doch direkt zu mir ins Gesicht, du bist eine Plage, du bist eine Nervensäge, du bist unerträglich, man hält das kaum mit dir aus. Aber guck mal, wenn du frisch zum Glauben kommst, hast du da nicht Millionen Fragen? Ich frage dich jetzt ehrlich, ja oder nein? Normal. Ja, du hast doch nur Millionen Fragen. Warum ist das so? Ich Warum habe ist bis das jetzt so? immer noch Fragen. Das Ja. ist ganz normal. Das hat ihn genervt, weil ich ihm 1000 Fragen gestellt habe. Irgendwann meinte, du nervst mich. Dann dachte ich mir, was ist das? Ey, du kannst, stell mal vor, du bist in einer Gemeinde und der Priester sagt zu dir, ja, du nervst, du fragst so viel. Ja, wie findest du das? Ja, soll der Geld nehmen? Mal gucken, ob der dann noch genervt ist.
Dann soll er direkt wie die Katholiken Ablassbrief erlassen. Ja, und dann war das so, ich habe ihn dann nochmal gefragt und dann meinte er ernst, ey, ich meine das ernst, ich liebe dich echt nur als mein Feind. Und dann meinte ich, ey, wir sind in der Gemeinde, wir singen zusammen Lieder, wir brechen Brot, wir haben Gemeinschaft, wir evangelisieren zusammen. Und dann hat er mich doch beim Evangelisieren weggeschickt. Er meint, geh mal bitte weg, du nervst. Geh mal bitte. Geh mal nach Hause, bitte. Ich dachte mir, Digga, der andere, ein weltlicher Kollege, war doch daneben. Er meinte, was sind das für Christen? Was sind das für eklige Menschen, meint er? Die sind voll eklige. Er meint, das sind dreckige Menschen. Ehrlich, mein weltlicher Kollege, der daneben war, wir waren draußen, wir haben die beim Evangelisieren getroffen. Ich meinte, ey, das sind meine Gemeindemitglieder, die sind da gerade. Lass mal hingehen und Hallo sagen. Und ich so, kann ich euch helfen? Also unterstützen und so. Er sagt, nee, nee, geh mal bitte weg hier, geh mal bitte, du nervst nur. Ey, das hat mich so getroffen. Wie würdest du das fühlen? Sei, wie würdest du das finden? Du bist ganz frisch im Glauben und dann bist du da mit einem Freund und dann so, ey, ich unterstütze jetzt und dann sage ich so zu dir, geh mal weg. Du nervst, geh mal bitte. Wird denken, was ist das für ein arroganter Spinner, Mann? Ich dachte, der ist Christ. So wird denken. Dann habe ich die gefragt, habt ihr eine Bibel für mich? Da sagt der eine vom Licht, für Deutsche haben wir hier nichts. Tut mir leid. Ja, Und dann heftig, sehe ne? ich diesen Michael Stützenberger, habe ich gestern gesehen am Dom. Stand da mit denen einfach mit dieser Werdet-Lichtjacke, diese blaue Jacke hatte der an. Und Und die die haben meinten zu alle diese dir? Schilder gegen Islam hochgehalten. Alle standen ja in so einer Reihe. Die geben ihm eine Jacke, die geben ihm eine Jacke und er schießt gegen die Bibel. Wahnsinn. Wahnsinn sind das. Der Michael Stürzenberger hat das Alte Testament kritisiert. Er hat den Gott der Bibel kritisiert. Das Neue Testament hat er nicht kritisiert, aber das Alte. Und die geben ihm eine blaue Jacke. Ja, Da kannst du mal sehen, wie heuchler, das ist ein Heuchler, der kann, das das ist ein ist ein Heuchler, Heuchler. Pharisäer. Der eine hat zu mir gesagt, bei Werdet Licht, du musst dir die blaue Jacke erstmal verdienen. Das ist Guck mal, wichtig. ja, als wäre das so ein Trophäe, ein Orden. Ja, ich wollte halt immer helfen, ne? Ich wollte immer helfen. Die haben mich nie akzeptiert, nie angenommen. Andere auch nicht. Die haben andere sehr, also ich habe gemerkt, dass die Aramäer unter sich so eher so. So, wie soll ich das erzählen? So, die sind eher so unter sich. Und dann habe ich den einen Aramäer mal gefragt, so, kannst du für mich beten? Und dann hat er so zu mir gesagt, so, ja, bete doch selber für dich. Ich habe keinen Bock für dich zu beten. Ich war echt geschockt. Ich war echt, das hat mich so mitgenommen. Das ist hart. Das hat mich richtig mitgenommen, wo ich ihn gefragt habe, kannst du bitte für mich beten? Mir geht's echt nicht gut. Mir geht's echt geistlich. Ich bin tot. Er meint, nee, mache ich nicht. Bete für dich selber. Das hat mich richtig mitgenommen. Ich will auch nicht alle über einen Kamm scheren. Ich sage auch nicht alle, aber ich sage nur diese Leute, die dazu gehören. Weißt du? Nochmal. Ich lache nur die ganze Zeit bei dem, was du da sagst, in Sind diesem bei Gespräch. Werdet Licht viele Aramäer? Ja, sehr viele Aramäer. Also so bei uns, soweit ich weiß, glaube ich, zwischen 20 und 30 Aramäer. Das ist schon eine Menge da. Und viele Aramäer da. Da bei uns hier, da unten in Bremen und da Soltau und so. Ja, genau die Nähe da. So. Leute, ich beende erstmal den Stream. Ich bin seit, warte mal, 1, 2, 3, 4. Leute, ich bin seit 5 Stunden live. Das geht nicht, Leute. Ich muss den Stream beenden. Ja, wurde gegründet von denen. Leute, ich beende erstmal den Stream. Bruder Reza, ich gehe hier raus. Der andere Bruder auch. Gottes Segen dir. Deswegen dir auch. War ich stark heute und ich wünsche euch was Gutes. Ja, Ja, ich Gottes Segen dir. Und bitte betet auch für den Abu Mardin, ja, dass er trotzdem zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. So, ja. okay, sehen. Bis Danke an später. alle nochmal.
Danke an alle nochmal, die den Stream geteilt haben, geliked haben und auch an die ganzen Außenstehenden jetzt, die den Herrn Jesus noch nicht angenommen haben. Ich sage euch, kommt zu dem Herrn Jesus Christus, geht einfach mal auf eure Knie, fragt doch mal nach diesem Gott. Und ich möchte euch noch einen Vers vorlesen. Zwei Verse, bevor ich den Stream beende. Ihr müsst von neu geboren werden. Das ist sehr, sehr wichtig, die Wiedergeburt. Der wichtigste Schlüssel, um errettet zu werden. Und in Johannes 3, Vers 3 steht geschrieben, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neu geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Und hier auch nochmal in Römer 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wärst du gerettet. Denn mit den Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschande werden. Und da möchte ich noch einen letzten Vers lesen in Markus 16, 16. Und zwar auch nochmal, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und es heißt in der Bibel, dein Glaube hat dich gerettet. Darum sage ich auch jeden, der hier drin ist, hol eine Bibel oder hol deine Bibel aus dem Keller, aus deinem Schrank, entstaube sie, lese das Wort, versöhne dich mit dem wunderbaren und ja, wunderbaren Gott, komm zu ihm, solange es heute heißt. Und ich bete auch für jeden, der hier drin war, und dass du dir einmal darüber auch Gedanken machst, was passiert, wenn ich sterbe? Wo geht meine Ewigkeit hin? Was ist der Sinn des Lebens? Wer ist Gott? Was ist der wahre Weg? Einfach auf die Knie gehen und einfach mal wirklich vom ganzen Herzen einfach mal fragen. Das heißt, wer sucht, der findet. Und wer klopft, dem wird aufgetan werden. Das ist sehr wichtig, dass du eine bewusste Entscheidung triffst. Darum komm zu den Herrn Jesus Christus. Die Bibel ist kein Märchenbuch. Die Bibel ist das Wort Gottes. Und alles, was in der Bibel geschrieben steht, ist wahr. Es gibt kein Buch auf dieser Welt wie die Bibel, was wirklich so viele Prophezeiungen hat wie die Bibel, die sich erfüllt haben und die sich auch noch erfüllen werden. Und der Herr Jesus, er wird wiederkommen und er wird diese ganze Welt richten. Jetzt die Menschen, die noch lachen, euch wird allen das Lachen vergehen, das sage ich euch. Ich habe auch damals gelacht. Ich habe wie ein Gottloser geredet, wie ein Gottloser gehandelt, wie ein Gottloser gedacht. Jetzt, wo ich von neu geboren worden bin, jetzt denke ich ganz anders, sondern geistlich. Denn es heißt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Du kannst auch heute gerettet werden. Der Herr Jesus erreichte die Hand. Er ist für dich ans Kreuz gegangen, am dritten Tag auferstanden. Glaube daran. Dein Glaube hat dich gerettet. Du musst nichts tun. Deine Werke werden dich nicht retten. Es ist schön und gut, wenn du gute Werke tust, aber sie zählen nicht vor Gott, sondern eine wahrhaftige Bekehrung. Darum tu Buße, kehre um, glaube, versöhne dich mit Gott, werde von neu geboren, und so empfängst du das ewige Leben, was du umsonst bekommst, das ewige Leben. Du kannst ewig mit Gott zusammenleben. Du hast diesen freien Willen. So, ich beende jetzt das Video, Video sage ich schon, den Livestream, ich bin total verwirrt. Okay, ich wünsche euch einen Gottes Segen. So Gott will, komme ich wieder am Wochenende live, und ich bedanke mich nochmal bei jedem, der geteilt, geliked hat. Geht auch raus, Leute, bringt gute Früchte, geht raus, gibt Zeugnis, verkündigt das Evangelium, erzählt von den Herrn, schämt euch nicht für den Herrn, lest die Bibel, habt Gemeinschaft, das ist sehr, sehr wichtig. Komm, Armin, live auf YouTube, das kann sein. Okay, Gottes Segen, und danke, Resa, dass du hier warst. Wenn du willst, kannst du auch noch mal was sagen. Bruder Resa. Ja, du hast schon alles gesagt. Genau, ganz, ganz wichtig ist, dass ihr bei der Bekehrung wirklich von ganzem Herzen zum Herrn kommt. Nicht zurückhalten. Ihr müsst die Welt im Gebet vor dem Herrn Jesus verlassen. Ihr müsst die Welt hinter euch lassen und ganz zum Herrn Jesus kommen.
Also, ihr müsst jetzt keine Angst haben vor der Wiedergeburt, klar. Ihr müsst euer Ich sterben. Um neu geboren werden, müsst ihr euch absterben vor dem lebendigen Gott. Und dann werdet ihr auch wiedergeboren. Keine halbherzige Bekehrung. Genau. Mit beiden Beinen zum Herrn oder mit beiden Beinen noch draußen in der Welt. Aber nicht ein Bein so ein Bein. Das funktioniert so nicht. Ja, Gottes Segen euch allen. Gott, genau, Danke Gott auch für das segne. Geschenke. Also wie Ja. gesagt, die ganzen Geschenke werden dann gesammelt und einer guten Sache dann gespendet. Für jemanden, der das gebrauchen kann, das Geld, der wirklich das Geld braucht. Okay, lieben Gottes Segen. Gottes Segen. Ciao, ciao.